Er war zu Haus und zieht sich heimlich was aus ihrer Wäsche raus. Lang träumt er davon, von Improvisation, denn er wollte Protektion. Der Junge mit dem Mundschutz von Monika, er nahm frech ihren BH und fühlte sich sicher. Der Junge mit dem Mundschutz von Monika, und sie wusste nicht, was grad geschah. Doch man kann ihn auch verstehen. Ja, liebe Leute, solche Lieder entstehen halt auch durch die Lieferengpässe. Insofern wünsche ich euch noch einen restlichen guten Tag. Und wenn ihr Lust habt, heute Abend um 21 Uhr im Bayerischen Fernsehen gibt es ein Jubiläumskonzert mit dem Gerhard Polt, Piet Glocke, wunderbaren Gästen, die ich in Zirkus Krone eingeladen habe. Vielleicht schaut's zu, freue mich, macht's es gut und bleibt's am besten komplett kerngesund.